Stille. Darum geht es heute hier in diesem Video. Stille als Medizin, als Übung. Schön, dass du mit dabei bist. Und obwohl es hier ein Video über Stille ist, wie du merkst, spreche ich mit dir über Stille. Eigentlich ein Widerspruch in sich schon. Die Stille spricht nämlich eigentlich für sich. Daher habe ich so symbolisch ein paar Momente am Anfang in Stille verbracht. Ja, also heute geht es um Stille. Natürlich auch in Verbindung mit Qigong-Übungen. Wie können wir das einsetzen? Warum Stille? Wieso? Weshalb? Was hat es mit dieser Stille auf sich? Und vor allen Dingen auch Qigong. Da kann man sich auch die Frage stellen: Qigong-Übung in Stille oder mit Meditationsmusik? Wo ich gleich ganz am Anfang die Frage vom Tisch schiebe und sage, wie es dir am besten gefällt oder probier es mal so und geh nach deinem Gefühl. Qigong bedeutet nicht, du musst es in Stille üben, sondern du kannst es in Stille üben, wenn du möchtest. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Stille. Stille ist ein Faktor, der eine starke Wirkkraft hat. Das heißt, Stille ist ja klanglich gesehen, also eine empfundene Stille. Wir machen es jetzt nicht zu kleingedruckt von wegen, es gibt nie die echte Stille wissenschaftlich und so, das schieben wir zur Seite. Wenn du das Gefühl hast, da ist kein Geräusch oder selbst wenn alle 5 Minuten irgendwie ein Nachbar gegen die Wand einmal hämmert, dann kann man immer noch sagen, es ist eher still oder auch im Innern Stille, die wir uns häufig wünschen, dass da mal Ruhe im Kopf ist. Und häufig bewirkt Stille, äußere Stille, aber das Gegenteil, dass wenn es äußerlich still ist, im Innern eine Bewegung erzeugt wird. Das heißt, im Innern Raum geschaffen wird, eine Leinwand aufgeht, wo sich Gedanken und Vorstellungen und Erinnerungen und Bewertungen und so weiter abspielen. Sorgen, Ängste, Grübeleien. Das heißt, für viele ist Stille, weil sie es nicht gewohnt sind, etwas Beängstigendes oder sogar ein Gift, weil sie Angst davor haben, sich selbst zu begegnen, den eigenen Impulsen, den eigenen Gedanken, den eigenen Gefühlen, dem, was wirklich in dir ist, dem zu begegnen. Und das kann ganz schön beängstigend sein, wenn man nicht genau weiß, was kommt denn dann da aus mir heraus? Kommt irgendein Dämon oder breche ich zusammen oder werde total traurig, wütend, ängstlich? Ist irgendwas, was mich dann überfordert, wenn ich das zulasse, was. Vor allen Dingen, wenn man unbewusst schon weiß, ich muss, um zu funktionieren in meinem Leben, ganz viel unterdrücken und darf nicht so fühlen, so denken, so sein, wie ich wirklich bin und muss alles filtern, damit ich einigermaßen den Laden zusammenhalte, sprich mein Leben führen kann. Und wenn ich dann in die Stille gehe, oh, aua, 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 das kann ganz schön wehtun oder bis hin zu einem psychischen Zusammenbruch führen. Das heißt, Stille ist ein ganz mächtiges Werkzeug und das kann in beide Richtungen gehen. Also es kann dich absolut befreien, die Stille. Es kann dich aber auch wirklich auf den Boden schmettern und dich komplett überfordern. Daher bin merkst du wahrscheinlich schon, ich bin großer Fan der Stille. Aber ich würde immer sagen, geh mit Bedacht an dieses Thema Stille heran. Und auch gerade, wenn du denkst, ah, Stille, Stille und ich, wir sind so, so sind wir. Jederzeit kann ich Stille. Da würde ich sagen, Stille, unterschätze nie die Stille und was es im Innern noch für Blasen gibt, was da passieren kann in dir. Da spreche ich aus eigener Erfahrung als Fan der Stille. Und ich habe schon sehr viele Stunden, Tage, Wochen und so weiter in Stille geübt, in Stille verbracht. Oder halt auch solche Tests mal gemacht mit. Ich als Musikliebhaber, früher lief bei mir immer Musik, Radio, CDs, sonst irgendwas. Und ich habe mir mal gesagt, nee, ich liebe die Stille so, ich höre jeden Tag nur noch ein Lied und sonst den ganzen Tag Stille. Eine lange Zeit lang. Und wie intensiv, ich habe bei fast jedem Lied geweint, weil es so intensiv war, der Klang. Einmal am Tag Klang, einmal am Tag etwas, was mich so bewegt. Das war aber eine wundervolle Erfahrung. Also von daher, ich will jetzt nicht sagen, dass du das machen musst, nur mit Stille kann man sehr viel bewegen und sehr viel bewirken. Und jetzt ist vielleicht auch die Frage, wie soll ich denn da rangehen an das Thema Stille? Klar, kann ich jetzt noch eine halbe Stunde über Stille sprechen, wie toll ich das finde oder was das für Auswirkungen hat, aber wir sind hier Pragmatiker. Wir wollen was damit machen, oder? Wir wollen ausprobieren, wir wollen gucken, was geht denn da mit mir und der Stille. Und da ist als allererstes natürlich erstmal deine Vorerfahrung, welche Erfahrungen du schon mit Stille hast. Das heißt, dich selber freiwillig in Stille zu begeben.
Und Stille, das wird häufig heute so als Modebegriff eher Dopamin-Detox, weil Stille kann auch bedeuten visuelle Stille. Stille bedeutet für viele, das Handy mal liegen zu lassen, auf keinen Bildschirm zu gucken und keinen Informationsinput zu haben von außen. Und das mal für eine halbe Stunde zu probieren, 30 Minuten, die können sehr lang werden, und nicht dabei kochen und sich ablenken, sondern eine halbe Stunde, 30 Minuten lang, das wäre so eine Übung, die kann ich dir mal empfehlen. Auch wenn man denkt, wieso, ist doch einfach nur langweilig oder oh Gott, wenn ich mir das nur vorstelle, habe ich schon keinen Bock drauf. Ja, okay, aber trotzdem würde ich dir empfehlen, einmal 30 Minuten dir eine Teeuhr zu stellen und nicht, dass du 30 Minuten auf diese Uhr starrst und dabei nur zuguckst als Informationsinput, wie die Sekunden runtergehen, sondern die Uhr weg. Die piept dann schon oder das Handy, das piept dann schon irgendwann. Aber dass du 30 Minuten dir einmal Stille gibst. Und Stille, wie gesagt, im Sinne klanglich, im Sinne von visuell. Das heißt nicht, dass du in Dunkelheit sitzen musst. Aber wie gesagt, kein Telefon, Handy still, auf keinen Bildschirm gucken, keine Nachrichten checken, keine Social Media Streams checken oder liken oder darauf antworten. Und nicht, weil das alles böse ist und man sollte das nicht mehr machen, sondern nur als Yin-Yang-Gleichgewicht. Wenn du sagst, ein Extrem ist die ganze Zeit Bespaßung, die ganze Zeit im Hintergrund Musik, Social Media Streams durchforsten, Dinge liken, Videos angucken, Leute anrufen, die ganze Zeit irgendwie immer bespaßt im Kopf. Und das andere Extrem wäre wirklich dann, wie gesagt, diese Stille. Dass du möglichst wenig Reize hast, wenig visuelle Reize, keine neuen Informationen, die dich beeinflussen. Und dass du da mal schaust, okay, was macht das mit mir? Und das wäre einfach mein ganz stumpfer erster Tipp, wie du damit umgehen kannst, um dich neu zu entdecken, um auch einen Zugang zu neuem Gleichgewicht zu bekommen. Und wenn du sagst, das ist mir alles zu viel, wow, ich habe Angst davor, ich glaube, das halte ich nicht aus, eine halbe Stunde. Bin ich dann irgendwie ein Loser oder bin ich irgendwie schlecht oder so? Keine Angst. Dann gibt es noch eine Lösung, und zwar die fünf Übungen der Sudan-Qigong. Ganz kurz als Hinweis, ich habe es dir unten in die Beschreibung den Link gepackt für einen 15-Tage-Gratiskurs, Video-Gratiskurs, den du mitmachen kannst. Kannst du dir mal anschauen, wenn du Bock hast. Und da hast du sozusagen, ich will nicht sagen so die goldene Mitte, es geht schon mehr in Richtung Stille, aber da hast du noch was zu tun. Du hast eine Übungsanleitung und du bekommst aber schon so, sagen wir es mal so, viele gute Elemente der Stille, die auf dich wirken, die dich klären, die dich klarer machen, den Kopf frei machen, dich mal wieder innerlich entknoten, Kraft tanken lassen auf ganz wichtigen, auch psychischen Ebenen. Das kannst du mit den fünf Übungen machen, aber dass du gleichzeitig dich nicht einfach in das Loch der Stille fallen lässt, so nenne ich es mal, sondern dass du dich auch auffängst und dir doch noch so eine Struktur gibst von den fünf Übungen, in denen du dich aufhältst. Das wäre so mein Tipp für dich, wenn du das Gefühl hast, dass so die reine, pure Stille vielleicht ein bisschen zu stark oder zu beängstigend ist. Allein der Gedanke daran schon. Ja, das sind so meine Tipps zum Thema Stille. Ich würde sie dir aber empfehlen, immer wieder die Stille bewusst einzusetzen, am besten jeden Tag als Übung die Stille einzusetzen. Und später, der Klassiker ist Meditation in Stille. Einfach sitzen, aufrecht sitzen und die Stille genießen. Das heißt, das Leben wirken lassen. Nichts, kein Aktionismus, keine Leistung, nichts schaffen müssen, machen müssen. Einfach das pure Dasein erleben, ohne irgendwelche Zutaten. Das ist aus meiner Sicht, wenn man sich daran gewöhnt, ist das einer der Hauptschlüssel zu Themen wie spirituelle Entwicklung, Erleuchtung, Weisheit, und auch Herzensfrieden und Herzensruhe und Herzensweisheit. Da ist Stille aus meiner Sicht ganz im Zentrum. Und als Zahl ausgerückt wäre das die Null. So, aus der Sicht der daoistischen Zahlenmystik oder der chinesischen Zahlenmystik wäre das die Null, die Stille oder auch die Leerheit, die damit dann in Verbindung steht. So, das war doch hoffentlich jetzt heute erstmal ein ausreichender Input für dich. Und du kannst dich jetzt nochmal fragen, wie möchtest du für dich die Stille nutzen oder auch in die Kommentare schreiben? Werde aktiv
Und schreib mir, wie nutzt du die Stille? Was bringt dir persönlich die Stille? Bist du schon so mit der Stille oder ist das eher für dich oh, ein zittriges Thema? Das interessiert mich sehr, wenn du mir das schreiben würdest. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.